Die nächste Person, die jetzt hier gleich auf der Bühne ist, da wird es dann so ein bisschen technischer. Und ich mache mal eine kurze Umfrage, weil immer wenn ich an Weihnachten zu Hause bin, dann muss ich so Technik-Support leisten. Und das wird immer damit begründet, du hast ja was mit Physik studiert. Kann mal jemand die Hand, also wer hier, wer, bei wem ist das genauso? Einfach mal die Hand heben, der muss auch immer, oh, da gehen viele junge Hände nach oben. Das ist tatsächlich leider auch echt immer diese Begründung. Ich verstehe es nicht, ich lerne da nicht, wie ich bei Word irgendwelche Sachen formatiere. Ich verzweifle da auch immer dran. Okay, also, die nächste Person, die kann das ganz gut mit der Technik. Und irgendwie ist sie auch ein bisschen schuld daran, dass wir Technik-Support machen müssen, denn wenn es nach ihm geht, dann soll ganz, ganz viel Technik in der Welt sein. Und warum das vielleicht eine schöne Sache ist, das wird uns jetzt niemand anderes erzählen als Adrian Rönsch. Also, dicken Applaus bitte. Ich möchte die Erde vom Schrott befreien, mit euch. Unsere Erde ist doch ein Wunder der Natur. Vollendete Schönheit. Sind wir mal ehrlich, unsere Erde ist Schrott. Sie ist manches Mal wie unsere Wohnung nach einer Party. Die Zeit war geil, doch sie hat die Spuren unserer Feiern hinterlassen. Sie ist zugemüllt, demoliert. Unsere Erde schafft es nicht mehr alleine, sich zu regenerieren. Doch was erzähle ich euch das? Man hat mich hier nicht auf die Bühne gelassen, um 10 Minuten schlechte Laune zu verbreiten. Es ist 11:55, doch wenn man rennt, dann bekommt man den Bus noch. Und hin und wieder, wie wir wissen, hat die Bahn auch einmal Verspätung. Machen wir es also wie eine Feuerwehrmannschaft während des Einsatzes. Suchen wir uns das dringlichste und größte Schadensproblem und beginnen, dieses zu bekämpfen. Schauen wir uns hierzu einmal um. Was ist es denn? Wir haben große Probleme mit dem Klimawandel und hierfür ist ein zentraler Punkt die Treibhausgase. Um das noch weiter herunterzubringen, ist es definitiv das CO2, was durch Faktoren wie die Verweilzeit und die Menge, mit der es in die Atmosphäre gelangt, eines der schlimmsten Gase ist. Doch was machen wir hier nun? Stellt euch vor, wir müssen das Problem lösen. Wir beginnen, es mit privatem Verzicht zu lösen. Das ist gut. Jeder von uns kann hier etwas tun. Stellt euch vor, ihr wollt einen leckeren Cocktail trinken und es ist wirklich, wirklich gut, dass wir jetzt hier alle Pappstrohhalme verwenden. Das schmeckt auch so gut. Und warum auch nicht die nächste Lieferung zur Baustelle einmal mit dem Lastenfahrrad vorbeibringen? Das sind ohne Zweifel gute Ansätze. Doch hier muss ich leider die Romantik zerstören. Die Auswirkungen solch eines privaten Verzichtes ist mit unseren aktuellen Methoden nicht einmal messbar. Es ist Homöopathie. Es ist ein Globuli, was wir der Erde geben und hoffen, dass sie an die gute Wirkung glaubt. Doch was deutlich messbarer ist, das ist, dass in China alleine mehr Kohlekraftwerke im Neubau sind, als wir in Deutschland betreiben. Wenn wir in so einem Fall Politik und Wirtschaft versagen, dann sind wir gefragt. Denn wie gehen wir dem Ganzen entgegen? Wir schauen uns an, wir sind die Feuerwehrmannschaft, wir müssen das Problem schnell lösen, wir haben nicht mehr ewig Zeit. Schauen wir, wo das größte Problem ist. Denn wie wir sehen, ist es nicht in den Bereichen, wo der größte Medienrummel drüber ist, zum Beispiel dem Individualverkehr oder dem Flugverkehr. Es ist auch nicht die Chemieindustrie oder die Zementindustrie. Nein, wir sehen es hier, der größte Anteil ist in der Energiewirtschaft, also dem Erzeugen von Strom. Und schauen wir hier einmal in unseren weltweiten Energiemix hinein, dann sehen wir hier alte Bekannte wieder. Kohle und Öl, die Energieträger mit dem größten CO2-Abdruck, diese müssen wir angehen. Denn die Bahn wird uns zwar mit Verspätung schenken vermutlich, doch verlassen können wir uns darauf nicht. Somit möchte ich auf einen Ansatz gehen, wie wir das Ganze lösen können. Was sind Energieträger, die wir nutzen können, die krisensicher sind, die wenig Schadstoffe ausstoßen, die oft verfügbar sind und noch dazu günstig nutzbar sind? Hierzu kein Witz. Eine Universität in Südkorea hat es geschafft, aus unserem morgendlichen Geschäft ungefähr eine halbe Kilowattstunde Energie zu ziehen. Das ist in etwa so viel wie das Laden eines Laptops. Das ist doch mal eine interessante Art einer Powerbank, oder? Allerdings, wenn wir das Ganze hochrechnen, kommen wir so auf in etwa 180 Kilowattstunden Energie pro Jahr. Rein rechnerisch
verbraucht allerdings jeder Deutsche, in jede Deutsche, 6500 Kilowattstunden Energie. Mit einem Shitstorm ist hier also eher nicht zu rechnen. Denn selbst die größten Arschlöcher unserer aktuellen Zeit würden es nicht schaffen, so unfassbar viel Code zu produzieren, unseren Energiebedarf zu decken. Und auch die nächste Folge Netflix auf dem Hometrainer zu erstrampeln, wird eher nicht die Lösung sein. Doch wie dann? Wie gehen wir weiter? Wie können wir dieses Problem lösen? Und hier möchte ich auf eine Art der Energieerzeugung kommen, die sehr kontrovers betrachtet wird. Schon alleine das Logo wird sehr viel Spannungen auslösen. Und zwar geht es hier um die Kernkraft. Und hier möchte ich jede Meinung berücksichtigen, jedoch auch auf etwas Neues eingehen. Denn so viel vorneweg, die Kernkraft alleine ist nicht schlecht. Es ist die technische Umsetzung und wie wir damit umgehen, was stark zu bemängeln ist. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Vortrag halte, was mich sehr begeistert aus der technischen Sicht. Wie schaffen wir es, Energie so zu erzeugen, dass sie nachhaltig und klimafreundlich ist? Und was mich auch begeistert hat, ist, ob wir das mit der Kernkraft schaffen. Deswegen arbeite ich seit einigen Monaten bei dem europäisch größten Kernkraftdienstleister, um zu sehen, wie bei denen, die das scheinbar bisher machen, der Stand der Forschung ist. Wie geht es dort weiter? Und was mich dort überrascht hat, das werde ich euch noch sagen, aber erstmal kommen wir dazu, wie der klassische Reaktor, der weltweit im Einsatz ist, der Druckwasserreaktor aufgebaut ist, um etwas besser zu verstehen, wie Pro- und Kontra-Argumente zur Kernkraft zu nehmen sind. Denn auf der einen Seite haben wir einen geringen CO2-Ausstoß, eine gute Regelbarkeit, sie ist beherrschbar, und eine große Energiedichte in der Anlage. Auf der anderen Seite, und das sind wichtige Punkte, haben wir die Erstellung von Atommüll und die Lagerung davon, sowie die hohe Schadensfolge im Störfall. Negative Argumente, die wir extremst ernst nehmen müssen. Aber zunächst einmal zum Druckwasserreaktor, der weltweit läuft. Wie funktioniert der? Wir haben die Brennstäbe, in denen das gepresste Uranoxid, das Uran drinne ist, die Hitze erzeugen. Dazu haben wir Steuerstäbe, mit denen wir das Ganze regeln können, wie viel Wärme in den Kühlwasserkreislauf abgegeben wird und in den Turbinen über Dampf zu Strom erzeugt wird. Doch was sind bei diesem klassischen Reaktor, der weltweit im Einsatz ist, die Probleme, die Kontraargumente, die wir gerade eben angesprochen haben? Nun, in erster Linie ist das, in den Brennstäben sind feste Pellets. Diese verspröten mit der Betriebszeit durch die Hitze, werden sozusagen brüchig und geben die Wärme nicht mehr gut an das Kühlwasser ab und wir können weniger Strom daraus ziehen. Das ist schlecht, deswegen nehmen wir diese und werfen sie in die wohl stabilsten Mülleimer unserer kompletten Geschichte. Huch. Genau, unsere stabilsten Mülleimer, wirklich so stabile Mülltonnen gab es in der Geschichte noch nie. Was ist das zweite Problem? Das Problem mit der Sicherheit. Nun, wir haben das Kühlwasser, ich habe es schon angesprochen. Wenn es zum Störfall kommt, zur Kernschmelze, dann haben wir extreme Wärme drin. Ab einer gewissen Temperatur spaltet sich unser Wasser, H2O, in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Allgemein dieses Gasgemisch auch als Knallgas bekannt. Sozusagen unser Störfall, der schon an sich kritisch ist, beschleunigen wir noch mit einem explosiven Gasgemisch im Reaktordruckbehälter. Was daraus passiert, kennen wir durch die zwei größten Störfälle dieser Geschichte. Aber ist es möglich, können wir es schaffen, durch technologische Neuerungen diese Probleme zu mindern oder gar zu beseitigen? Dazu gehen wir einmal darauf ein, was wäre denn, wenn wir einen Reaktor haben, in dem wir gar kein Wasser drin haben und somit keinen Knallgasproduzenten? Wenn wir zweitens in diesem Reaktor keinen festen Brennstoff haben, sondern flüssigen Brennstoff, den wir fast komplett verstromen können und somit nicht 90% des Brennstoffs, der durch die Versprödung verloren geht, wegzugehen. Denn stellt euch vor, ihr fahrt an eine Tankstelle, wollt 100 Liter Benzin tanken und gießt 90 Liter davon weg. Das ist doch nicht sinnvoll. Was ist, wenn ein möglicher neuer Reaktor auch drittens andere radioaktive Stoffe verstromen kann, bei denen deutlich weniger radioaktiver Abfall entsteht und dieser auch nur einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte strahlt? Und was ist, wenn sich dieser Reaktortyp viertens auch noch von alleine durch seine physikalischen Eigenschaften regelt, dass Störfälle fast ausgeschlossen sind? Dann hätten wir es geschafft, dem Druckwasserreaktor
in dem, dem Flüssigsalzreaktor zum Siegeszug zu verhelfen. Bei diesem ist nämlich der Brennstoff in einem flüssigen Salz aufgelöst und zirkuliert so durch den Reaktor. Kein Wasser und keine festen Pellets, die verspröden und somit deutlich weniger Probleme. Doch warum bauen wir den nicht einfach? Das hört sich ja wunderbar an. Und da kommen wir auf den Punkt zurück. Als eines müssen wir klar feststellen, die Entwicklung eines Reaktors vom Prototypen im Labor, wie er jetzt existiert, zur Serienreife, dass wir ihn nehmen können, ist leider deutlich komplexer als die Entwicklung von Pappstrohhalmen. Auf der anderen Seite, und das ist, was mich bei meiner Werkstudentenstelle in der Kernkraft auch überrascht hat, große etablierte Firmen nutzen ihr Wissen und ihr Geld eher, um den bestehenden Reaktor weiterzuentwickeln, was einfach deutlich mehr Geld bringt, als neue innovative Konzepte zu nehmen. Und hier sind wir alle gefragt. Machen wir es ähnlich wie in der Autoindustrie. Man mag von diesem Logo halten, was man möchte. Aber ein was kann man nicht leugnen, dass diese Firma, gegründet in der Garage von Martin Eberhard und Mark Tarpenning, die Größten ihrer Branche, die Mächtigsten zum Umdenken gezwungen hat und zu mehr Innovationen gebracht hat. Und genau so einen gesellschaftlichen Druck, getrieben durch eigene Innovation, durch Antrieb, benötigen wir auch in der Energieerzeugung, insbesondere in der Kernkraft. Denn nur so schaffen wir es, unseren Planeten vom Schrott zu befreien und den schlummernden Schatz wieder herauszuholen. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Ich wollte langsam schon ein bisschen näher kommen, um dir etwas Druck zu machen. Aber sehr, sehr spannender Vortrag. Und ich habe schon im Chat gelesen, die Witze kamen an. Die sind tatsächlich sehr pointiert gewesen. Um zu meiner Frage zurückzukommen vom Anfang. War das bei dir auch so oder ist es so, dass du nach Hause kommst an Weihnachten und du musst Technik-Support leisten? Oder ist das? Also sagen wir es so, es ist schon durchaus in Familien- und Freundeskreis bekannt, dass ich ein bisschen Ahnung von Technik habe. Durchaus, ja. Und jetzt beschäftigst du dich noch mit dem Thema Kernkraft, das heißt, dann ruft auch so ein Markus Söder mal an und hat so ein paar Fragen an dich. Hoffen wir es, dem hätte ich einiges zu sagen, was Energiewirtschaft angeht. Jetzt hast du darüber gesprochen, das ist schon ein Applaus wert, wir müssen diesen Planeten retten und hast auch ziemlich klar gesagt, okay, Technologien sind da für dich aus deiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Da wäre natürlich meine nächste Frage und wahrscheinlich hast du uns die auch schon damit präsentiert. Was ist denn aus deiner Sicht die vielversprechendste Technologie, die du gerade so in Aussicht siehst? Ist es die Kernkraft oder ist es vielleicht sogar was anderes? Also in Bezug auf Energieerzeugung, langfristig undatiert ist es schon Fusionsenergie, aber es wäre naiv, da irgendwie ein Datum dran zu hängen. Das kann dauern, das kann schnell gehen. Dauert immer 20 Jahre, wenn man ehrlich ist. 120 oder 220 Jahre, das wissen wir leider nicht. Auf der Seite der Energiewirtschaft sehe ich viel Potenzial in Flüssigsalzreaktoren und Brutreaktoren, allerdings, wie gesagt, auf einen Weg verantwortungsvoll hergestellt und generell technologisch. Ich habe viel gesehen durch Studium und Arbeit. Technologisch selber sehe ich auch im Geschirrspüler sehr viel Potenzial. Der rettet mir nämlich jeden Tag mein Leben, muss ich klar dazu sagen. Aber das ist natürlich die Frage, was kann man da noch besser machen? Was ist der nächste Schritt von einem Geschirrspüler? Wenn er sich selber ein- und ausräumt, das wäre echt cool. Das wäre toll, wenn du das erfinden würdest, damit wirst du wahrscheinlich sehr, sehr reich.